Kann ich doch raus? Wo ist die Tür? Oh, ich dachte, die... Das wäre jetzt alles hinüber. Okay, hi. Oh, seine Effekte, ne? Leg dich mal schlafen und reg dich ab, Junge. Sollte auf jeden Fall... Hey, man sieht den Typen da drin. Das ist ja cool. Wait, what? Wo ist die... Hä? Oh Gott, diese... Ja, die Framerate geht hier wirklich in den Keller. Deswegen pocht das da auch. Weil man den Typen da drin bemerkt. Hi. Oh, shit. Naja, hier bin ich safe. Was zum Geier ist der Stromkasten? Vorhin noch irgendwelche Kabel gesehen, jetzt sind die plötzlich einfach weg. Haben die verschwinden die Bus gemacht oder was ist los? Oh, man sieht den durch die Gegend fahren. Ja, dann geh einfach deine Wege, ich geh meine Wege. Ich bin ja gerade sowieso einen auf Elektriker machen. Wie man merkt, bin ich ziemlich beschissen darin. Weil ich brauche eine Glasscherbe bzw. einen Spiegel dafür, um die Stromkabel zu finden. Ah, okay, da. Ah, hey. Hab ich gar nicht gesehen. Alter, dieses Ruckel geht mir langsam auf den Zeiger. Das hat man davon, wenn man ein veraltetes Kraftwerk über seine Kapazität hinaus beansprucht. Kein Wunder, dass ihr ständig Stromausfälle habt. Ich kann den genauen Fehler im Augenblick nicht ausmachen. Ich werde mir jede verdammte Schalltafel einzeln ansehen müssen. Falls das Problem nicht dort liegt, könnte es die Erdkabel sein. Und da ich keine Möglichkeit habe, ihre genaue Lage zu bestimmen, könnte das eine Weile dauern. Gary aus der Elektrik, hätten die doch nur etwas, womit man die Kabel sehen kann. Denen fehlt es genauso am Scharfsinn wie dir an... Hirn? Weißt du was, ich gebe mich nicht mehr damit ab. Kümmere dich selbst drum. Ja, hey, hättet ihr mal alle mal eben so einen Spiegel, ne? Oh. So ein Spiegel in der Hand erleichtert auf jeden Fall das Leben. Ist das eine Pille da oben? Au, au, au. Ich bin hier unten. Da will ich nicht sein. Okay. Gesundheit, sag mal. Gesundheit? Wo sind meine Pillen? Ich brauche Pillen! Pillen, Junge! Ich brauch Pillen! Kein Hundefutter? Keine Tomatensuppe? Ich brauch Pillen! Ups. Moment. Oh wow, ich kann jetzt erstmal jede einzelne dämliche Schraube einzeln rausschrauben. Vor allen Dingen sind das gigantische Schrauben. Holy shit. Ich meine, guck dir mal die Dinger an. Was willst du denn jetzt von mir, sag mal? Was sind das für Schrauben mit so einem gigantischen Kreuz? What the fuck? Was ist das für eine Schraube?
Danke übrigens für die musikalische Untermalung. Die brauche ich hier gerade echt dringend bei der Arbeit hier. Heavy Metal Electronic. Nee, wait. Electrician, genau. Elektriker, Electrician. Oder? Ja, ich glaube schon. Kannst du mal dein Räuchern auslassen? Okay, interessanterweise kannst du durch ein Gitter angreifen. Das ist unfair. Okay, also muss ich jetzt die anmachen oder was? Ein Chip? Wo soll ich den Chip herholen? Shinitsu Chip 1.5. Die Fernsehhersteller machen auch Elektrochips, was? Lass mich raten, wir müssen den entsprechenden Chip haben für den Scheiß da, oder was? Was macht der hier? Okay, dann ist wohl der Strom hier aus, okay. Kannst du das mal sein lassen, Junge? Aber dafür habe ich jetzt hier einen Elektroschuss. Ja, geil. Wait, what? Oh. Okay. Bleiben die offen? Die bleiben offen. Okay, cool. Du kannst da nicht rein, Junge. Du bist zu dick. Da oben liegt, glaube ich, ein Item. Oh, das ist unfair. Der kann durchschießen, ich nicht. Hi. Lass mich in Ruhe, gefälligst, ey. Wait, das ist nicht an. Warum? Ach doch, das ist an. Okay, cool. Dachte, das wäre jetzt nicht zur Verfügung stehend aus irgendeinem Grund. Aber scheinbar habe ich trotzdem wohl den falschen gerade. Hi, bist du Gary aus der Elektrik? Nein? Dann fass verdammt nochmal die Schalttafel nicht an. Zu spät. Ich weiß, dass der Aufzug nicht richtig funktioniert. Ich arbeite daran. Also wirf eine Entspannungspille ein oder was ihr Typen sonst so herstellt. Ich überarbeite gerade die Elektroverteilung der gesamten Anlage. Darum bekommt der Aufzug manchmal nicht genug Saft. Das Kraftwerk hat sämtliche Leitungsschiff auf untere Ebene gegrillt, sodass ich ständig Chips aus anderen Schaltkreisen umschalten muss, damit der verdammte Aufzug auch nur ein Stockwerk hochfährt. So ist das Leben. Ihr habt eine beschissene Firma. Weißt du das? This doesn't work. Wieso funktioniert das nicht? Oh, ich habe den Chip mitgehen lassen? Ich hab... What? Habe ich den Chip die ganze Zeit... What? Huh? Aber hey, ich habe jetzt dafür einen besseren Chip. Fits perfectly. Scheinbar. Es ist aber noch gar nicht an, oder? What? I don't know, ich benutze das Ding mal. Okay. Na dann, wieder nach draußen Heavy Metal anhören. Oder auch nicht. Muss dann in einen von den Stromdingern hier was rein? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung, wo jetzt hier was hinführt. Vor allen Dingen ist das ein bisschen problematisch mit dem da hinten, alles was zu machen. Was führt da rein? Vielleicht muss ich den haben, der hier reinführt. I could plug a chip in. It works. Mal gucken. Eventuell funktioniert das. I don't know. Bin mir nicht sicher.
Sieht mir nicht funktionstüchtig, glaube ich, aus. Bin mir nicht so sicher, wohin ich jetzt das Teil hinpacken muss, in den zweiten Chip. Eventuell wieder zurück? In den da? Ah, dann haben wir aber das wieder an. Mal gucken, eventuell funktioniert's ja. Oder erkenne ich das theoretisch daran, dass die Lampen hier grün leuchten würden? I don't know. It's blocked from the other side. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das, was ich hier gerade mache, überhaupt das Richtige ist. Oder muss ich beide Chips gerade von hier rausholen? Ich habe keine Ahnung. Funktioniert der Aufzug, wenn ich den Chip da raushol? Nein. It works. No power. I should look into the wiring. Ist der damit verbunden? I don't know. Maybe? Guck mir nie an, Junge. Gott, dass das hier so ruckelt. Einfach nur wegen dem unter anderem. Ja, jetzt räuchert der gleich wieder durch die Gegend. Ist doch nicht dein Ernst. Vielleicht doch da rein? Das sieht mir nicht gerade so danach aus, als wenn das richtig wäre. Ist das... Warte mal, oder ich brauche diesen Chip da gar nicht drinne. Brauche ich da dann... Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob V2 dann da zwei Felder eingegraut hat, was? Zwei Felder blau gemacht hat, aber falls ja, dann eventuell muss ich dann da rein irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich nehme mal die beiden Dinger mit. Oh, ich sehe da gerade. Da sind Bretter. Muss ich die ganze Zeit hier den Strom nur einfach abschalten, damit ich hier hinkomme? Oh, oder auch nicht. Oh, wenigstens Gesundheit gefunden, auch gut. Ach, das kann er durchbrechen. Warte mal, wo ist der Kollege? Hey, Bratwurst, wo bist du? Antanzen, Arbeit. Ja los, heute noch. Nicht den ganzen Tag Metal hören. Aber ein bisschen hier was machen, ja? Ja, Agro. Du bist die ganze Zeit Agro, weißt du? Du und deine Qualmerei hier die ganze Zeit. Ruhe jetzt hier. Ganze Zeit hier nur Stress am machen, der Junge. Was mache ich hier hinten? Ah, okay, da ist ein Eingang. Oh, wow, ja, super. Stromraum? Wohl nicht eher Verteilerzentrum? Oder ähnliches.
Stromraum, vor allen Dingen Raum, hört sich ein bisschen komisch an, wenn der Ort noch nicht mal einen Raum hat. Ich meine, wo ist die Decke? Wait, muss ich hier lang? Das ist nicht gut, glaube ich. Ah, okay. Bin, glaube ich, gerade zurückgelatscht, so wie das aussieht. Au, ich dachte mir doch schon, dass ich die nicht berühren darf. Generell hier rumzutanzen wäre lebensbedrohlich. Ist da ein Item drin? Nee, aber da ist so ein Stromkasten. Da ist ein Stromkasten. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Oder beziehungsweise wo der Endpunkt davon ist. Ist irgendwo da hinten. Nee, der Quatsch, irgendwo. Der geht dann irgendwo da lang. Keine Ahnung, wo noch weiter. Ah, okay, hier ist Ende. Tolle Tür. Ich glaube, würde man das in der Realität machen, würde man schon längst tot sein. Ich kann echt nicht glauben, dass ich bis jetzt echt keine einzige verdammte Pille gefunden habe. Kann man sich echt nicht vorstellen, weil normalerweise hätte man schon längst welche gefunden. Vielleicht hier unten? Echt nicht? What? Sind den Entwicklern die Pillen ausgegangen oder was? Oh, was ist denn das? Falsche Seite? Der ruft mich bestimmt gleich an wieder, wa? Pretty good. It's a metal plate attached to the wall. Au, das war laut. Ah ja, klar, weißt du, ich hole den Chip raus, damit kein Strom hier funktioniert, aber er kann trotzdem anrufen. Ich muss dich stoppen, deswegen mach ich erstmal die Tür hier auf. Genau, deswegen. Deswegen stoppst du mich. Aha. Warum läuft die Musik? Oh, ich bekomme Besuch. Toll. Und der Besuch rennt geradewegs an mir vorbei. Das ist mir ein bisschen zu nah. Kann ich mal raus aus dem Laden hier?
Kann es sein, dass die Tür zu ist? Oh, okay, das ist cool. Na, rufst du mich nochmal an, weil du siehst, dass ich überlebt habe und dir das nicht gefällt? Oder willst du mir einen Vault-Tec-Bunker andrehen? Wait, ich hab hier zwei? Warum hab ich hier zwei? Ah, ich bin mir nicht sicher, warum ich zwei habe, aber die Tür ist aus irgendeinem Grund schon wieder offen. Cool. Kann der... Hat er gerade geschossen? Das sah gerade aus, wie als hätte er mich angeschossen. Oder waren das irgendwelche Funken, die einfach nur 5 Kilometer weit flogen? Oh, hi! Dich habe ich ja gar nicht gesehen. Oh, ja, klar. Wie war denn? Oh, ich merke gerade gut, dass ich die ganzen Fässer nicht kaputt gemacht habe. Yeah, endlich. Jetzt kann ich nach oben. Gott, was für eine billig Bahnhofstation das hier ist. Alter, dieses Drecksgeruckle, ne? It's blocked from the other side. Also wenn die eine Sache machen können, dann ist es quasi die Performance ein bisschen verbessern, weil das Spiel funktioniert, aber hat gewisse Probleme. Aber läuft. Ich glaube, ich brauche das hier? Ne, ich glaube, ich brauche das nicht. Da hinten ist irgendjemand. Da hinten war irgendjemand. Wait, was ist denn mit meinem Spiegel los? Doch, es gibt ein Spiel, das so heißt. Fertigung, Aufsichtsraum. Can't carry any more of this. An alle Mitarbeiter, während die Renovierungsarbeiten an unserem brandneuen Verteilungszentrum weiterlaufen, sind wir noch immer dabei, Maschinen und Ausrüstung aus dem Steinbruch zu bergen und einen neuen Zweck zuzuführen. Versuchen Sie nicht, die Geräte ohne vorherige Autorisierung einzusetzen, da dies zu Verletzungen oder sogar zum Tode führen kann. Fragen Sie nach, bevor Sie etwas benutzen, mit dem Sie nicht vertraut sind. Mr. Silent Hill.
Ich weiß nicht, in diesem Kapitel ist wirklich irgendwie die Framerate mau so ein bisschen. Experimentelle Köderpille EX0952LUR. Liste der Inhaltsstoffe. Polepo Pheromon Mix, gesicherter Behälter im Kellerschutzraum, Tretozibin Pilzextrakt Recordea, Kühlhaus, Tretozibin Pilzextrakt Ricus, dritter Stock, Mr. Hilfragen. Flüssigkomponentenröhren müssen in die entsprechende Öffnung des Fabrikators gesteckt werden, zusammen mit dem Behälter ganz unten. Pillenbehälter sind im Lager zu finden. Bitte sämtliche Sicherheits- und Hygienevorschriften beachten. Das ist die große Maschine im Raum nebenan. Ich brauche diese drei Sachen scheinbar, um diese Köderpillen herzustellen, wa? Yep, um den Stier zu zähmen. Finde Polepo. Das stand aber da gerade nicht so, glaube ich. Okay. Wait, der Bereich ist hier anders, glaube ich. Der war vorher nicht so. MacReady, führe deine verdammten Köderpillen-Experimente nicht immer so dicht neben unseren durch. Eine deiner Pillen ist in unsere Chemikalienlieferung gelangt und hat beinahe einen Lieferwagen in die Luft gejagt. What? Die Vermischung unserer Chemikalien mit deinen Pillen ergibt eine tickende Zeitbombe. Was zum Geier ist bitte in den Scheiß da bitte drin? Was sind das bitte für Pillen, dass die einfach mal jemand in die Luft jagen können? Eine Flare Gun, okay. Hier haben wir wieder irgendwo Strom. Ah, das ist die Fertigungsanlage, okay. Ja, stand ja auch drauf auf dem Schild von dem Raum, ne? Oh. I think I can get this loose. Ah, ja, klar. Einmal drumrum oder was? Okay, das ist für die Tür da hinten. Hä? Wo ist das? Nee, wait, hä? Ach, der Kasten ist da hinten gewesen. I could plug it. Fits perfectly. Oh, klar, jetzt habe ich aber Strom. Okay. Also doch direkt wieder rausnehmen dann. Dachte ich mir schon irgendwie. Oh, endlich mal Pillen gefunden. Ich auch mal Zeit. Oh, geil, so viel Scheiß gefunden. Schön wieder alles voll gemacht. Ventile? Oh ja, wow. Ich glaube, aber mit denen kann ich gerade nicht viel anfangen, weil ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Deswegen lasse ich das erstmal so. Okay, und das ist wohl, um das Zeug da reinzukippen. Okay. Gut, gut.